Hallo, servus bei Monaco Deluxe. Schön, dass du da draufgeklickt hast. Ich bin zum dritten Mal bei der Miss Regensburg-Wahl und ich freue mich riesig. Und deswegen schauen wir jetzt einfach mal Backstage, was da alles los ist. Ich bin jetzt gerade Backstage bei der Miss Regensburg-Wahl 2019 und mich interessiert einfach, warum will man Miss Regensburg werden? Und die Frage stelle ich jetzt einfach mal den Kandidatinnen. Also ich finde Regensburg einfach eine super schöne Stadt und es war natürlich eine Riesenehre für mich, das mit dem Titel repräsentieren zu dürfen. Ich möchte Miss Regensburg werden, weil Regensburg meine absolute Lieblingsstadt ist und meine neue Heimat und deswegen, ja, möchte ich Miss Regensburg werden. Und warum ich mitmache, ist, weil ich finde, Regensburg ist eine vielfältige Stadt, eine Multikulti-Stadt. Und ich finde, dass ich das auch als Eigenschaft habe und das auch gerne präsentieren möchte. Genau, also eigentlich sind wir ja alle hier, um Regensburg zu repräsentieren. Und ich finde, weil mich halt mein großes Herz mit Regensburg so verbindet, könnte ich das sehr gut widerspiegeln sozusagen. Ich möchte gerne Miss Regensburg werden, weil ich die Stadt mit meinem positiven Lächeln beeindrucken will. Ich möchte Miss Regensburg werden, weil Regensburg eine charmante Stadt ist und ich bin ein charmantes Mädchen, deswegen passt das ganz gut. Ich möchte Miss Regensburg werden, weil ich mir sicher bin, dass ich dafür geeignet bin. Ich habe Modelerfahrung und möchte auch mein Hobby mehr oder weniger zum Beruf machen. Ich will Miss Regensburg werden, weil in den letzten Jahren nur Mädels mit langen Haaren gewonnen haben und ich bin der Meinung, jetzt ist endlich mal eine mit kurzen Haaren dran. Einfach weil ich gerne die Chance hätte, meine Lieblingsstadt vertreten zu dürfen und einfach weil ich Regensburg liebe und ich glaube, dass es super viel Spaß macht. Weil Regensburg einfach eine echt bayerische Stadt ist. Ja, jetzt haben wir die Antworten gehört, warum man Miss Regensburg werden will. Und ganz ehrlich, ich dachte immer, man will eine Miss werden wegen dem Weltfriedener. Oh Mensch, Markus. Mensch, Markus. Mensch, Markus. Aber was machst du jetzt eigentlich hier hinter den Kulissen bei den Mädels? Hast du da was verloren? Eigentlich nicht, wobei ich so schon die Antwort, warum man in Miss Regensburg sein will. Was werde ich in dem Video sehen können? Die Antwort, warum ich Miss Regensburg nicht werden will. Du wirst ja echt schwer tun, glaube ich. Ja. So, es gibt hier auch den Bachelor. Der Bachelor ist da. Der Bachelor. Das heißt, er hat sicherlich ganz viele Rosen eingepackt für seine Missen hier. Aber eigentlich will ich mal wissen, ob er überhaupt hier dabei hat. Jetzt schauen wir einfach mal, wo er ist, weil ich glaube, ich habe ihn schon irgendwo erspäht. So, jetzt habe ich dich gefunden, der Bachelor in the House. Sag mal, wie viele Rosen hast du heute mitgebracht? Eigentlich geht es ja heute gar nicht so um Rosen, aber ich glaube, ich habe 12 dabei, ja? Wie viele Kandidatinnen haben wir eigentlich dabei? Ja, 12. Hey, genau. Aber darauf kommt es ja nun gar nicht an heute. Also wirklich. Aber warum bist du heute denn da? Ich darf heute so ein bisschen durch die Show führen, darf ein bisschen moderieren, freue ich mich total drauf. Hab auch die Kandidatinnen schon kennengelernt, müssen ja so ein bisschen, die müssen sich auch ein bisschen vorstellen. Ich hoffe, dass ich die so ein bisschen locker kriege, dass die so eine schöne, fröhliche Seite von sich zeigen können. Und ja, ich darf durch die Show führen, ich freue mich total drauf. So, mal gespannt, der Bachelor von einer ganz anderen Seite. Renate, herzlichen Glückwunsch zur 17. Miss Regensburg-Wahl. Ja, erstmal danke. Wir sind jedes Jahr motiviert, die Miss Regensburg-Wahl von neuem zu starten, da sich schon während des Jahres viele Mädels, viele hübsche Mädels aus der Region melden, die gerne daran teilnehmen möchten. Wie fühlt man sich, wenn man die Mädels sozusagen hier von Regensburg aus auf den Laufsteg in die Welt hinausbringt? Ist man da schon stolz oder wie fühlt sich das an? Weil da hast du ja schon wirklich vielen Mädels geholfen, wirklich auch viel zu erreichen. Ja. Da hast du recht, lieber Markus. Also wir haben schon viele Mädchen auf den großen Laufstiegen geschickt, die hier begonnen haben. Wenn Sie jetzt welche zugucken und tatsächlich Lust haben mitzumachen, wie bewirbt man sich am besten? Ja, ganz einfach. Uns einfach ein E-Mail schreiben unter info@topmodelstudio.de oder unter miss-regensburg.com. Da kann man sich jederzeit bewerben. Dann werden die Mädchen zur nächsten Wahl eingeladen. Ich würde sagen, ich verlinke es einfach unten in der Infobox und euch viel Erfolg auf eurem Model- oder Missweg. Also jetzt genug gelabert, jetzt geht's los, ich muss in die Jury. Ich bin gespannt, wer sich heute alles so für den großen Titel bewirbt. Und so im Vergleich, die wunderschönsten Flecken der Erde in Regensburg? Ja, der Horn ist immer noch warm, das kann man schlecht vergleichen, wäre auch nicht fair. Hab's sogar nicht verstanden, der Horn ist der Horn. Ja, das kenne ich. Thank you.
Ja, so mag ich den Auftritt. Der dritte Platz mit 210 Punkten geht an die Startnummer 2, Tina Bär. Tina, herzlichen Glückwunsch! Der zweite Platz für die Miss Regensburg-Wahl mit 280 Punkten geht an die Startnummer 4, Sophia Possel. Herzlichen Glückwunsch! So, du kriegst auch alle, genau, komm ruhig hierher. Und zwar ein Wochenende von Autohaus Hoffmann mit dem neuen BMW 3er. Zwei Karten für die Schlossfestspiele von Odeon Konzerte. Miss Sporty Regensburg 3 Monate gratis trainieren. Von Hairfree und Ästhetik ein 100-Euro-Gutschein. Von Hair Project ein Gutschein über 50 Euro. Im Mercure Hotel ein Dinner für 2 Personen im Esszimmer. Und von Blumensitzberger nochmal einen Blumenstrauß. Der erste Platz und damit die Miss Regensburg 2019 geht an die Startnummer 6, Sina Mandel. Die neue Miss Regensburg 2016, Sina, Gratulation. Von Autohaus Hoffmann, ein Wochenende mit dem neuen BMW Z4 von Odeon Konzerte, 2 Karten für die Schlossfestspiele von Mia Casa, weiß sie dann ein ganzes Outfit, Hansa Apart Hotel, ein Candlelight-Dinner für 2 Personen. Miss Sporty Regensburg, 6 Monate gratis trainieren, Herfield und Ästhetik, 150 Euro Gutschein, Merkur Hotels, ein Dinner für 2 Personen inklusive einer Flasche Moet im Esszimmer, Hair Project, ein Gutschein über 80 Euro, Fürst von Wetternich, eine 3-Liter-Flasche, sowas gibt's auch, Blumensitzberger, ein Blumenstrauß. Ja, das war die Miss Regensburg-Wahl und ich habe es mir nicht leicht gemacht. Ich muss ganz ehrlich zugeben, so in der Jury zu sitzen, ist gar nicht so einfach. 12 Mädels, die ihr Bestes gegeben haben, aber nur eine kann es werden. Nur eine trägt für ein Jahr die Krone und ich habe es mir wirklich nicht leicht gemacht. Aber es freut mich natürlich, dass meine Favoritin ganz weit gekommen ist. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie immer Daumen hoch, viel, viel besser. Hier draufklicken und abonnieren. Ihr wisst, Support ist kein Mord. Und dort oben, da habe ich ein Video, was euch gefallen könnte. Also einfach mal draufklicken. Und wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge von Monaco Deluxe.